Ein herzerfrischendes Koko, meine Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich bin Wendy von Weiter geht's mit Let's Play Metro Last Light. Wir sind hier wieder mal an der Oberfläche. Und wir sind in der letzten Folge fast in unseren Tod gesprungen. Weil ich gedacht habe, wir müssen darüber. Müssen wir aber in Wirklichkeit gar nicht. Alter. Kommt her, ha? Ja, das war's mit euch. Irgendwie kommen hier die ganze Zeit Fliegen. Ich glaube, Artyom sollte mal wieder duschen gehen. Gut, wir müssen dann bald den Filter wechseln, aber wir haben ja genug dabei. Hoffe ich zumindest. Die hier werden wir rein müssen. Okay. Wir wechseln den Filter lieber gleich. Bevor wir es noch vergessen. Licht, wie sieht's da aus? Gut, jetzt haben wir wieder volles Licht. Das ist gut. Das ist ganz gut. Zwar noch Pistolenmunition überall, aber wir haben gar keine Pistole. So viele Filter liegen hier rum, das ist ja der Wahnsinn. Das war so klar. Das war so klar, wirklich. Ja, und jetzt auch noch abhauen wollen, hä? Das sind die geilsten. Da ist einer auf große... Nee, auf große Schnauze machen und dann einfach abhauen. Auf dicke Hose. Das wollte ich eigentlich sagen, nicht große Schnauze. Ja, ja, die meinen halt alle, sie wären cool. Sind sie aber nicht. Ah, Hausmeister, alles klar. Sieht ein bisschen blass aus. Was haben wir hier noch? Irgendeine Pistole? Ja, Pistole brauche ich nicht wirklich. Okay, und irgendwo höre ich wieder so ein Dämonenviech. So ein Fliegeding. Ja, da sind sie. Nehmen ich muss ich glaube hier no. Sieh mal, hey, ich bin wie du mit Kleidung. Ja, sieht ganz cool aus. Wo hast du die her? Ja, er freut sich, dass er Kleidung trägt und springt aus dem Fenster. Irgendwas stimmt doch da nicht. Kann ich hier nichts aufmachen oder so? Nee, sieht nicht so aus. Verpiss dich, du hast keine Fahrkarte, du darfst hier gar nicht mitfahren. Alter, der reißt hier noch den ganzen Zug auseinander. Alter, nicht... Nein! Ah, ich komm schon hier schnell raus. Schnell, schnell, schnell. Aufpassen! Oh ne, nicht die Viecher schon wieder, Mann. Okay, wir müssen hier ganz schnell weg. Das war so richtig schnell. Aua! Schnell, los, Artyom, schneller! Wir müssen hier ganz schnell weg. Alter, verpisst euch, Alter, drei Stück, scheiße. Ich glaube, ich gehe auch noch falsch. Nee, ich bin richtig, ich bin richtig. Brauchst dich gar nicht da so hinstellen, wie so ein Türsteher, Alter. Ich mag euch nicht, die hässlichen Viecher. Ach, Gott sei Dank. Alter, verpiss dich. Ich geh runter von meinem... Güterwaggon, nee, Zugabteil. Ich bin hier der Schaffner, ich darf hier die Fahrkarten kontrollieren. Das Zeug nehmen wir lieber mit und jetzt gehen wir hier schnell wieder weiter. Nehmen wir das Zeug mit, gehen hier ums Eck und dann haben wir es geschafft. So, schnell hoch. Puh. Und jetzt erstmal durchatmen.
Ihr Menschen habt getötet. Euer ganzes Volk. Seltsam. Dumm. Böse. Wie auch immer meine Absichten ihm gegenüber sind. Den kleinen Schwarzen scheint es nicht zu kümmern. Er folgt mir einfach, als wenn ich nie hinter ihm her gewesen wäre. Als wenn wir durch das Schicksal verbunden wären. Tja, Artyom, vielleicht seid ihr auch durch das Schicksal miteinander verbunden. Wäre doch möglich. Zeit zu gehen. Du siehst sie nicht? Du nicht sehen kannst? Nein, ich sehe sie nicht. Rot, gefährlich. Yeah, geheimes Lager. Coole Sache. Okay, den Filter wechseln wir mal schnell. Okay. Machen wir es erstmal alle kalt hier. Das kam mir gerade ein bisschen so vor wie bei Modern Warfare 2 mit einem Thermalvisier. Ja, war wohl nichts mit Anschleichen, hä? Ja, ich hab dich gehört, du Lutscher. Boah, hat irgendwie was mit der zerstörten Brücke. Sieht schon cool aus. Ich will gar nicht wissen, wie lange ihr hier schon rumliegen müsst. Und der Eis ist Kälte und überall ist es nass. Und der Wind geht. Ihr holt euch noch einen Schnupfen. Das will ich ja nicht. Ich bin ja kein Unmensch oder so. Okay, ich glaube, hier müssen wir hier außen rum, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, genau. So was dabei? Nee. Du bist doof, dich mag ich. Okay, dann gehen wir lieber unten rum. Was der wohl mit seiner Körperhaltung andeuten will? Hm? Wisst ihr's? Ich weiß es. Aber ich sag's nicht. So Peter Griffin ein. Oh, ich glaube, wir müssen da hoch. Scheiße. Ach man. Jetzt habe ich mich schon so gefreut. Ja, ich kann unten rumgehen. Juhu. Aber dann. Sackgasse. Und ich habe natürlich heute meinen Regenschirm vergessen. War ich alle kalt. Ja, nicht so. So haben wir nicht gewettet. Bin ich nicht okay? Hallo. Hört doch mal auf, Alter. Die Viecher verprügeln mich ja. Wahnsinn, ja. Die prügeln da auf einen ein, als wie wenn es kein Morgen geben würde. Erstmal weiter. Genau, hier war noch so ein Munitionslager, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Gut. Mit unserem Luftgewehr können wir auch mal wieder ein bisschen arbeiten. Das haben wir schon so lange nicht mehr benutzt. Wir müssen es aber auch nicht unbedingt hernehmen, wenn wir den schleichen müssen. Wo ist das hier drin? Okay, hier sind Glasscheren. Jetzt noch irgendwie so ein Journal, ein alter Mantel. Okay, wo sind wir denn hier? Schaut irgendwie wie so eine U-Bahn-Haltestelle aus. Mit Ticketschalter, ne? Weiß Bescheid. Hier an der Wende krabbeln, die sind ganz gefährlich.
Los, Beeilung. Ich weiß nicht, wie lange wir noch Zeit haben. Bis alle wie die Irren auf uns zustürmen. Ah, da kommt schon der Erste angekrabbelt. Okay, der Erste ist jetzt down. Der Zweite auch. Der nächste Predator. Aha! Ja, keine Ahnung. Ja, hier, der pumpt nochmal auf. Bäh. Wow, Alter, fuck. Jetzt bin ich wirklich ein bisschen erschrocken, das muss ich schon sagen. Verpiss dich, schau mich gar nicht so hässlich an, du. Lupscher. Alter, war das gerade ein One-Shot? Nice. Aber ich glaube, das war auch, weil ich ihm ins Auge geschossen habe oder so. Ich kann mich auch täuschen. Ich nehme es jetzt einfach mal an. Oh, Filter wechseln, ganz wichtig. Na, jetzt hätten wir es fast vergessen. Im Eifer des Gefechts. Ich habe irgendwie Bedenken, dass da draußen dann irgendwo gleich ein Dämon kommt und mich voll hinterhältig angreift und so, ne? Das wäre jetzt nicht so prickelnd. Alter, die macht meine Gasmaske kaputt, ihr Wichser. Oh, und du kotzt mich nicht an, ey. Kann ich gar nicht leiden, sowas. Aber hier war doch irgendwo noch eine Gasmaske, oder? Weil die sind schon wieder leicht beschädigt, aber vielleicht finden wir hier noch eine. Gehen wir einfach mal weiter. Da liegt doch irgendwas. Ja, aber keine Gasmaske. Licht wird auch mal wieder leer. Das hatten wir ja schon lange nicht mehr, das Problem. So. Warum ist hier nirgends eine Gasmaske? Ich verstehe es nicht. Doch, hier ist eine. Die nehmen wir jetzt. So. Gut. Dann müssen wir hier, glaube ich, weiter, oder? Nee, doch nicht. Ja, wie kommen wir denn hier weiter? Ach so, hier. Alter, kann hier mal einer aufräumen? Hier sieht es ja schlimmer aus wie bei mir im Zimmer. Nee, bei mir im Zimmer sieht es gerade ordentlich aus. Noch leiser die Tür aufmachen konnten wir nicht mehr. Das Überraschungsmoment ist voll auf unserer Seite. Oh, oh. Alter, der lebt ja immer noch. Wie viel hältst du aus, Kollege? Ist ja nicht gerade von schlechten Eltern. Du, hör auf mich anzukotzen. Ich stehe nicht auf solche Kotzspielchen. Lass das mal runter, danke. Kann doch wohl nicht zu viel verlangt sein. Ja, wir sind ganz vorsichtig. Okay, ich hab nichts gesagt. Alter, piss dich. Alter, shit. Kannst du dich jetzt mal verpissen? Fuck, ich bin gleich down. Piss dich jetzt mal! Und du genauso, ja? Wahnsinn, ey. Wie viel die austeilen. Vor allem, wie viel die aushalten. Alter Schwede. Ja, Maske auch wieder total ramponiert. Nehmen wir lieber wieder die neue. Achso, die sieht genauso aus, oben in den Ecken. Ah, habe ich mich getäuscht. Ah, jetzt ist auch schon egal.
Und jetzt erstmal Indiana Jones Style darüber. Oder dadurch. Ihr wollt es wohl wissen, hä? Wollt ihr es wirklich wissen? Wollt ihr es wirklich wissen? Also ich will es nicht wissen. Hui. Aua. Ja, unser kleiner macht das schon. Aber pass auf dich auf. Die Geflügelten sind sehr schnell, aber ich arbeite. Na, das ist ja gut, wenn du arbeitest. Irgendeiner muss es ja tun. Was ist hier drin eigentlich? Oh, schöne Sache. Da hat wohl auch einer Let's Plays aufgenommen und hat sein Headset vergessen. Hä? Durch was bin ich hier? Ich glaube, das war ein Glasscherben oder irgendwie so. Ich bin voll drüber gelatscht. Ja, mal wieder Schimmelbefall an der Wand. Manchmal sehe ich eine Tür. Jemand ruft dort nach dir. Warum? Achso, das ist der Schwarze. Ich dachte schon, was hängt denn da für ein Viech? Hier, wir sind wieder in der Metrotunnel. Frag mich jetzt nur genau, wo wir sind. Willkommen zur Polis. Gemeinsam. Komme, was wolle. Der Kleine wollte nicht weg. Irgendetwas hält ihn. Ich verstehe noch nicht, was. Nichtsdestotrotz bin ich froh, dass er hier ist. Denn er ist hilfreich. Ja, der Kleine ist echt sehr hilfreich. Er hat uns schon so manches Mal aus der Patsche geholfen. Achso, jetzt sind wir hier, okay. Okay, okay. Alter Mann, was ein Sauwetter. Jemand da. Komm zu sehen von hier. Wo ist jemand da? Okay, ich glaube, jetzt brauchen wir unser Luftgewehr. Jetzt da oben? Nee, das ist unser kleiner Freund. Leute, habe Angst angegriffen zu werden. Aber nicht böse. Geht ja mal angegriffen zu werden. Naja, so bedrohlich sehe ich jetzt auch nicht aus. Wer bist du? Wo ist deine Identifikation? Ich meine es ernst. Ja. Scheiße, alles in Ordnung, Leute. Entspannt euch. Er ist ein Police Ranger. Unterwegs zum Ring? Na, da beeil dich. Die sind total nervös. Wollten uns nicht einmal durchlassen. Ich glaube, wir können die Gasmaske abnehmen. Ja. Wir werden hier eine Weile ausruhen. Du kannst ein bisschen einkaufen, wenn du willst. Ja, ich würde ganz gern ein bisschen einkaufen. Was habt ihr denn so anzubieten? Tolles Wetter, oder? Ja, echt geiles Wetter. Ah. Komm her, lass uns etwas Munition einkaufen. Ja, also du kriegst bei mir, kriegst du die beste Pistolenmunition. Die eignen sich besonders für Mutanten. Im Gegenzug will ich von dir die Munition haben. Die da. Ich hab die allerbesten. Du solltest wirklich welche kaufen. Okay. Guck dir nicht die Waffen selbst an. Guck dir lieber an, wie Ziele damit durch ihr Loch. Okay, ja, Brandgranaten natürlich wieder. Die Munition hat beste Qualität. Was hast du so? Ich würde selbst damit schießen. Komm, Ranger. Du musst wissen, dass ich nicht alle Waren auspacke. Nur die Besten. Ah, nee, gefällt mir alles nicht so. Bis dann. Na los.
Was denn? Ich hab doch gerade schon mit dir gehandelt. Was willst du denn noch? Ah, okay. Ah, da oben ist der Schwarze. Leute vor uns. Erwarten uns. Wollen uns töten. Wissen noch nicht, dass wir hier sind. Okay, und jetzt geht die Scheiße schon wieder los. Fuck, ist das so ein gepanzerter Typ. Ich hab genug Kugeln für euch, ihr müsst nur herkommen. Alter, Alter. Scheiße. Alter, fuck, geh in Deckung. Hier. Unsere AK muss ran. Tut mir leid, Luftgewehr, aber wir brauchen jetzt etwas mit ein bisschen mehr Wumms. Oh. Ja, wieder Standbild, wieder zum passenden Moment. Ich sehe gerade, wir haben keine Zeit mehr. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr bleibt dran. Bis zum nächsten Mal. Ciao.